Diskussion klarerweise um die Eisenbahn und speziell auch um Ipsitz ist heiß, ist natürlich jetzt in einem Stadium, das für die Menschen interessant ist. Sie haben jetzt mehr oder weniger die Vorkaufsmöglichkeit dieses Areals. Sie werden sich ja vorher was überlegt haben, was Sie mit dem Areal überhaupt machen wollen. Ja, das Areal, was zum Kauf ansteht, was ja der Gemeinderat beschlossen hat, ist wichtig für die Gemeinde. Es ist so, dass circa 2/3 dieses Areales jetzt bereits als Verkehrsfläche genutzt wird, hat einen öffentlichen Charakter, und es wäre schade, wenn so etwas in Privathand kommt und vielleicht sogar in die Hand eines russischen Investors. Nun, der russische Investor steht ja nicht zur Debatte, aber Sie werden sich trotzdem was überlegt haben. Sie werden ja dort keinen Kleintierzuchtverein irgendwie ansiedeln oder irgendeinen Vergnügungspark machen. Was macht da die Gemeinde Ipsitz, wenn sie dieses Areal dann endgültig gekauft hat? Ja, wenn die Gemeinde dieses Areal endgültig gekauft hat, dann wird man auf einer vernünftigen Basis mit Leuten, die was wirklich Interesse haben daran, dass hier etwas entsteht, sich zusammensetzen und ein Konzept entwickeln, das auch mehrheitsfähig ist, das was von einer breiten Basis der Bevölkerung getragen werden kann. Und dann wird man versuchen, dieses Konzept auch umzusetzen. Nun gibt es jetzt natürlich Partner, die kennen Sie auch. Für mich wäre das durchaus auch eine logische Sache, dass eine Eisenstraßengemeinde, eine Eisengemeinde eigentlich mit dem Thema Eisenbahn ganz gut umgehen können müsste. Ja, natürlich, Eisen ist immer, was mit Ipsitz in Verbindung gebracht wird, interessante Sache. Und ich habe es immer wieder erwähnt, ja, ich habe nichts gegen eine Eisenbahn, nichts gegen Eisenbahner, ja, aber ich glaube, es muss eine Gesprächsbasis auf Augenhöhe geben, das ist wichtig. Und wenn man da auch die entsprechende Basis hat und findet, dann wird man auch hier weiterdenken. Aber mir ist immer wichtig, es muss eine gute Zusammenarbeit geben und es muss eine breite Basis gefunden werden, dass es auch von der Bevölkerung entsprechend mitgetragen werden kann. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Glauben Sie, dass das Thema Eisenbahn und speziell auch ein Eisenbahnmuseum hier in Ipsitz auch für die Gemeinde touristisch etwas bringen könnte? Wenn eben ein klassisches Museum, ja, oder eine Abstellhalde für irgendwelche alte Gerätschaften wird sicherlich nichts bringen. Und ich verstehe heute ein Museum insofern als zukunftsträchtig, wenn es auch lebt, wenn es Angebote hier erarbeitet werden und in Zukunft angeboten werden, Produkte angeboten werden, wo man etwas machen kann, wo man kreativ sein kann, ja, wo man aber auch die neue Zeit einbindet, gegen die Gegenwart, aber natürlich auch die Zukunft. Ja, aber mit diesem Argument, da laufen Sie ja diesen Eisenbahnfreunden, bei denen laufen Sie offene Tür ein, weil die hätten genau diese Argumente. Sie wollen auch moderne Züge bringen, sie wollen auch Bewegung, sprich, was Sie gesagt haben, nicht nur ein totes Museum, sondern auch Sonderfahrten durchführen. Das wäre ja genau in Ihrem Sinne. Ja, man muss da jetzt ein bisschen auseinanderhalten. Das eine sind die Nebenflächen, das Bahnhofsareal, was zum Verkauf ansteht, und das zweite ist die Bahntrasse. Und die Bahntrasse selbst befindet sich im Eigentum des Vereines Ipsitzer Radwegverband. Und wir sprechen ja jetzt nur vom Bahnhofsareal, von den Nebenflächen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja gut, einen Radweg gibt es ja schon, man braucht ja keinen zweiten bauen. Ja, aber ich möchte das nur zum Ausdruck bringen, da kommt auch der Verein Ipsitzer Radweg als Partner zur Diskussion, muss man auch sprechen. Und wir haben momentan beschäftigen wir uns sicherlich nicht mit einem Bahnbetrieb zwischen Weidhofen und Ipsitz, sondern wir beschäftigen uns und die Diskussion und die öffentliche Diskussion läuft ja in Bezug auf das Bahnhofsareal, auf die Objekte, die unter Denkmalschutz stehen, aber nicht im Hinblick auf die Errichtung einer... Ja, das stimmt schon, aber Sie haben gerade vorhin gesagt, dass eben ein Museum, ein totes Museum, das hier nur irgendwelche Remisen betrifft, keinen großen Sinn macht. Und ich denke auch, dass gerade bei der Eisenbahn natürlich schon Bewegung auch im Spiel sein muss, sprich eine Trasse. Aber wäre das nicht für Sie reizvoll, dass man dafür wirklich das andenkt und auch, dass Sie sind ja auch Partner dieses Radwegverbandes, dass man da ein Projekt schnürt, das für alle positiv endet? Ja,
Da muss ich sagen, das habe ich auch vor einigen Monaten schon erwähnt, es muss jemanden geben, der hier, wenn man einen Bahnbetrieb anstrebt, einmal Klarheit schaffen muss, ist das eine Akkubahn oder ist das eine Nostalgiebahn oder Tourismusbahn. Ja, da ist die Bandbreite sehr groß. Ich glaube, da müssen auch diese Wünsche, wir sind ja jetzt vor Weihnachten, ein bisschen strukturiert werden, weil alles wird das Christkind nicht bringen können, sondern auf dem bisschen so Kindheitsträume damit verbunden, wenn ich da eine Akkubahn denke. Aber natürlich, man soll in der Diskussion nichts ausschließen. Das ist einmal sehr, sehr entscheidend. Aber hier liegt es an jenen, die solche Ideen haben, dass sie auch genehmigungsreife Projekte einmal erarbeiten, vorbringen. Und dann, glaube ich, kann man reden drüber, aber vorher ist das viel zu früh. Sie haben jetzt mittlerweile einen Gesprächspartner namhaft gemacht. Das ist der Professor Martin Ordner, ein bekannter Bahnfreund, auch ein Bahnlied-Komponist. Sie schätzen den Martin Ordner sehr und ich gehe davon aus, dass Sie ja nicht einmal, sondern schon öfter über dieses Thema gesprochen haben. Und wie sind da die Gespräche bisher verlaufen? Ja, ich und Martin Ordner, wir stehen ja über Jahre schon in Verbindung in Bezug auf dieses Thema. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber er ist für mich ein seriöser Gesprächspartner und das ist mir wichtig. Wenn man an der Sache arbeitet, sich nicht gegenseitig ans Bein pinkelt, sondern man muss ordentlich reden können miteinander und dann, glaube ich, könnte man auch etwas zusammenbringen. Sie sind nicht immer einer Meinung, haben Sie jetzt gesagt. In welcher Hinsicht sind Sie sich mit ihm einer Meinung, was die Bahn betrifft? Ja, dass es ein wertvolles Kulturgut ist, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und das Zweite ist es, dass hier zwei Objekte stehen in Ipsitz, die denkmalgeschützt sind und hier gilt es, diese Objekte zu erhalten und auch sinnvoll zu nutzen. Vielleicht abschließend, können Sie damit mit dieser Feststellung etwas anfangen, wenn es ein vernünftiges Projekt gibt, das Sie unter anderem auch mit Herr Professor Ordner schnüren, wäre es dann durchaus eine Möglichkeit, dass in Ipsitz passend zur Eisenstraße hier ein Projekt entsteht, wo sich alle daran erfreuen könnten? Nur ich hoffe es, dass so etwas entsteht. Wie auch immer dieses Projekt aussieht, ich weiß es momentan nicht. Und ich gehe immer an solche Prozesse, Planungsprozesse sehr offen heran, schließe keine Ideen aus und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es wäre eigentlich unklug, hier sich von Haus aus auf irgendein Thema, auf irgendeine Ausrichtung ganz, ganz klar festzulegen. Der Ipsitzer Bürgermeister ist immer sehr vorsichtig in seinen Aussagen, aber ich glaube, es gibt doch noch Hoffnung, dass man sich hier möglicherweise auf ein sehr interessantes Projekt einigt. Naja, ich glaube, es liegt einiges vor. Es gibt viele Vorschläge. Ich habe in der Zeitung gelesen, sogar ein Wohnprojekt wird hier unten angedacht. Ich habe schon gehört von einer Meerschweinchenzucht da unten. Das war ja ganz was Interessantes wäre. Aber natürlich auch wissen wir, dass der Herr Nikodem über Jahre viel angesammelt hat. Es liegt ein Lebenswerk von ihm vor, mit dem sollte man natürlich auch ja, sehr bedacht umgehen und mit einbinden in die ganzen Überlegungen. Das gibt Hoffnung. Danke.